So, liebe Freundinnen und Freunde, wir kommen jetzt zu einem wirklichen Herz der Landespolitik, zum Kernbereich unserer Zuständigkeit als Land oder der Länder gegenüber dem Bund, nämlich zur Verantwortung für gute Bildung, angefangen von den ganz Jungen vor der Schule bis zu den immer noch Jungen, die nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einem Hochschulabschluss ein Leben lang weiterlernen. Wir kommen zu dem, was wir sagen, was unser Kapital heute und morgen ist. Denn es sind eben nicht die Rohstoffe in unserem Land, die für Wohlstand sorgen und für die Stärke unseres Landes, sondern es sind die klugen Köpfe, es sind die kreativen Erfinder, es sind die Menschen, die bereit sind anzupacken. Und davon können wir nicht genug bekommen. In dem Bereich kennen wir keine Grenzen des Wachstums. Beim Wissen und beim Können in unserem Land wollen wir immer weiter wachsen. Und wir haben, liebe Freundinnen und Freunde, im Land in den letzten 4 Jahren enorm viel erreicht und viel bewegt. Wir haben erstens in Bildung investiert, so viel wie nie zuvor. Wir haben die Kitas ausgebaut, wir haben die Ganztagsschulen ausgebaut, wir haben die Unterrichtsversorgung verbessert, wir haben die Gemeinschaftsschule gegründet, wir haben die Grundfinanzierung unserer Hochschulen verlässlich gesteigert, wir haben die Studiengebühren abgeschafft und die entfallenden Mittel den Hochschulen in vollem Umfang ersetzt. Wir haben die Lehrerbildung reformiert, wir haben neue und starke Orte für die neue Lehrerbildung geschaffen. Und wir sind überzeugt davon, gute Bildung braucht verlässliche Grundlagen, finanzielle Ausstattung. Gute Bildung wächst aber vor allem von unten. Gute Bildung muss getragen werden von denen, die jeden Tag in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten, die Verantwortung tragen, als Erzieherinnen, als Lehrer, als Hochschullehrer, aber auch als Eltern. Und wir wissen, wir können gute Bildung und wir wollen sie nicht von oben verordnen, sondern wir wollen sie in Partnerschaft mit denen, die Bildung machen, gemeinsam weiterentwickeln. Deswegen setzen wir sehr dezidiert auf eine vielfältige Bildungslandschaft. Wir setzen auf Wahlfreiheit der Kommunen beispielsweise, welche Schularten sie entwickeln wollen. Wir setzen darauf, dass Verantwortung wahrgenommen wird, indem wir beispielsweise den Eltern über die Abschaffung der Grundschulempfehlung mehr Entscheidungsfreiheit einräumen. Und wir haben uns sehr bewusst für diesen Weg entschieden, nicht dirigistisch vorzugehen, sondern Freiräume, Spielräume und Möglichkeiten zu eröffnen, die die Menschen im Land wahrnehmen können. Freiräume ist ein Leitthema, ein Schlüsselbegriff in unserer Bildungspolitik für alle unsere Bildungseinrichtungen, weil wir wollen die Menschen ermutigen und ihnen Erfahrungsräume geben, dass sie lernen können, selbst Verantwortung zu tragen, selbst zu gestalten, unser Gemeinwesen, ihr eigenes Leben zu gestalten. Und das kann man eben nur lernen, indem man es selber tut. Von dieser Philosophie ist unsere Hochschulpolitik geprägt, unser Hochschulfinanzierungsvertrag, der den Hochschulen selbst Spielräume gibt, um eigene Strategien und eigene Schwerpunkte auszuprägen. Oder ein weiteres Beispiel, das, was wir erreicht haben mit der verfassten Studierendenschaft, die wir nach 33 Jahren wieder eingeführt haben. Und mit der wir ein Signal senden wollen des Vertrauens in die Menschen. Wir gehen nicht mit Misstrauen an die Menschen heran, sondern wir wollen den Menschen eine Stimme zurückgeben, weil wir ihre Einflussnahme, ihre Mitsprache, ihre Beteiligung brauchen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Und wo, wenn nicht in der Bildung, soll man genau dieses erfahren und erleben können? Liebe Freundinnen und Freunde, ist ja bemerkenswert, es gibt, glaube ich, mal außer den Verkehrsthemen und Winne Herrmann, es gibt meines Erachtens kein anderes Thema, bei dem die CDU uns so ankoffert wie beim Thema Bildung. Immer wieder neu. Ihre Attacken haben kein Ende und sie sind sich auch sozusagen nicht zu schade, in den allerplattesten und einfachsten Versionen und Varianten uns anzugehen mit unserer Bildungspolitik. Sie setzen darauf, Ängste zu schüren, Verunsicherung hervorzurufen, den Leuten Angst zu machen vor Veränderungen. Denn natürlich sind Eltern empfindlich. Sie wollen ihre Kinder und die Jugendlichen gut aufgehoben wissen, in Strukturen, in Bildungseinrichtungen, auf die sie sich verlassen können. Die CDU greift gerne auch in ganz alte sozialistische Mottenkisten, um uns zu diskreditieren. Sie werfen uns vor, wir wollten die Einheitsschule. Sie werfen uns Gleichmacherei vor.
Aber wenn man mal schaut, was die CDU in diesen 4 Jahren Opposition, in denen sie Zeit hatten, sich zu regenerieren und neue zukunftsgerichtete Konzepte zu entwickeln, wenn man schaut, was sie zukunftsgerichtet vorzuweisen haben, findet man schlicht und einfach Fehlanzeige. Nichts weist nach vorne, alles weist nach hinten, zurück in die Vergangenheit, in die gute alte Zeit, die sie uns hinterlassen haben, mit vielen, vielen offenen Baustellen, mit vielen ungeklärten Fragen und fehlendem Anpassungsbedarf. Die CDU betreibt in der Bildung platte Schwarz-Weiß-Malerei. Hier die Schlauen, da die Schwachen, hier die künftigen Akademiker, da die praktisch Veranlagten, hier die Aufsteiger, da diejenigen mit dem Förderbedarf. Unsere Bildungspolitik darf diese Schwarz-Weiß-Malerei nicht mitmachen. Unsere Bildungspolitik ist facettenreicher und farbenreicher. Wir setzen auf die Verbindung von all den Elementen, die wir in der Bildungslandschaft brauchen. Wir verbinden Leistungsstärke mit Chancengerechtigkeit. Wir setzen auf individuelle Förderung, und zwar für die Starken wie für die Schwächeren, für diejenigen mit Handicap und für diejenigen ohne. Und deswegen ist es mir wichtig, dass von diesem Parteitag an einem Punkt auch ein ganz klares Signal ausgeht, weil wir uns nicht vor den Karren spannen lassen dürfen der Methode der CDU. Wir müssen auf diesem Parteitag sehr, sehr klar Position beziehen, wie wir es mit dem Gymnasium halten. Wir müssen klare Kante zeigen, was wir zu dieser Schulart denken, sodass wir der Jungen Union von hier ausgehend einen Gruß ausrichten, dass sie nach diesem Parteitag ihre Faltblätter und ihre Flyer, die sie schon vorbereitet haben, bitte schön neu drucken können. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen für eine Bildungspolitik, die über alle Bildungseinrichtungen hinweg sich dafür einsetzt, dass wir starke Persönlichkeiten hervorbringen, die viel wissen, die viel können, die belastbar sind, die selbstbewusst sind, die ihre Freude am Lernen und ihre Neugierde auf das Neue ein Leben lang bewahren. Persönlichkeiten, die Biss haben und Durchhaltevermögen, die keine Angst haben vor der Zukunft und vor dem Fremden. Und dafür setzen wir uns ein, dafür stärken wir all diejenigen, die in der Bildung tätig sind, von der Erzieherin bis zu den Lehrern und den Hochschullehrern. Wir begegnen ihnen mit Respekt und sorgen dafür, dass sie beste Arbeitsbedingungen vorführen. Auf diesem Weg haben wir schon viel bewegt. Grüne Bildungspolitik tut dem Land gut, und dabei soll es auch bleiben. Vielen Dank.